Guten Tag, meine Damen und Herren, Sie sehen die Tagesschau. Brasilien. Im Jahre 1973 wurde die Gesellschaft Compania do Rio Cristalino gegründet und erwarb ca. 140.000 Hektar feuchten Passatwald, der anschließend an die Volkswagen AG verkauft wurde. Costa Rica. Innerhalb von 10 Jahren nahm die Rindfleischproduktion unter enormen ökologischen Folgen um 92% zu. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Rindfleisch sank in Costa Rica innerhalb derselben Zeitspanne um 26% auf 8 Kilogramm pro Jahr. Das heißt, 2/3 des Rindfleisches werden in Industrieländer exportiert. New York. Nach vorsichtigen Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO werden bis 1985 13.500 Quadratkilometer Tropenwälder pro Jahr für Rinderweiden dem Erdboden gleichgemacht. Ein Gebiet von der Größe Norwegens, 325.000 Quadratkilometer, ist in den vergangenen 20 Jahren endgültig zerstört worden. Für den schnellen Hamburger nebenan. Los ganaderos de los Estados Unidos compran las llanuras de Costa Rica, convirtiendo los dólares en peones y vacas. Die Schlachthöfe der Gringos kaufen die Ebenen von Costa Rica, verwandeln Dollars in Tagelöhne und Rinder und weiden zart und grün das ganze Jahr, geschenkt der Regen, die Nebel und der Gesang der Vögel Costa Ricas. Y el canto de los pájaros costarricenses. Hola, señores, ¿cómo están? ¿Cómo está ese ganado? ¿Todo va bien? Magnífico. ¿Ha parido mucha vaca? Magnífico. Carlos Urcuyo Barrios ist Rinderzüchter und Oberhaupt eines alten Clans der Großgrundbesitzer. Costa Rica ist reich. Costa Rica ist arm. Mehr als die Hälfte allen kultivierbaren Landes im mittelamerikanischen Staat liegt in den Händen der Oligarchie, einer kleinen Gruppe von Familien. Sie leben in den Städten, sie leben vom Land. Sie machen sich die Hände am Kuhmist nicht schmutzig, die Gentleman-Farmer. Herrenreiter wie dieser werden Bankiers und Politiker, Minister sind Farmer und Viehhändler haben Zeitungsverlage und Radiosender. Sie leben vom Fleisch, dem blutigen Gold des Landes. Die Rinderzucht ist die hauptsächliche Aufgabe meiner Familie in unserem Lande. Hier im Hause haben wir nur die Fleischverarbeitung aus unserer Rinderproduktion. Unsere Fleischproduktion ist für den Industrieexport und für den lokalen Konsum bestimmt. Sometida a la industria, la tenemos para el consumo local y para la exportación. Las carnes nuestras, en su mayoría. Der größte Teil unseres Fleisches kommt nach USA und wird dort für die industrielle Aufbereitung, für Fast Food verwendet. Carnes de consumo rápido. Pero cualquier producto, en este caso cárnico. Aber alles Fleisch, das in die Vereinigten Staaten geht, muss zuerst durch die nordamerikanischen Zoll- und Lebensmittelkontrollen. Es kommt in die Fleischfabriken, die es verarbeiten und die Produkte schließlich weiterverkaufen, ohne zu sagen, woher das Fleisch eigentlich ursprünglich herkam.
Der Markt in der Hauptstadt heißt im Volksmund Coca-Cola. Das Land lebt von der Landwirtschaft. Doch seine Früchte erntet der Weltmarkt. Bananen, Kaffee, Fleisch und Zucker. Costa Rica ist an den Aufkäufer USA wirtschaftlich und kulturell gefesselt. Nur ein Selbstbedienungsladen der Konzerne. Un ternerito guanacasteco como el solito que se soñaba por las mañanas en las praderas californianas. Que mu, que mu, la culpa no la tienes tú ni yo. Que mu, la culpa no la tengo yo ni tú. La mamá vaca lo alimentaba y Sermancito le aconsejaba. Los terneritos más obedientes reciben su premio finalmente. Quemó, quemó, la culpa no la tienes tú ni yo. Quemó, 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 la culpa no la tengo yo. Está bien. 199.500. Fleisch wird aus dem Land getragen. Der US-Markt hungert nach billigem Rohstoff. Seine Konzerne haben die arbeitsintensive Fleischverarbeitung nach Mittelamerika verlegt. Denn Arbeit ist dort billig. Diese Fleischfabrik wurde für den Export erbaut, mit finanzieller Entwicklungshilfe des US-Agrobusiness. Caterpillar, Kellogg's, Ford und General Motors, IBM und Company haben in die eigene Zukunft investiert. Mein Name ist Donald Monroe. Ich bin der Generaldirektor der industriellen Rinderverarbeitungsanlage GISA. Das ist die größte Fleischexportfabrik Costa Ricas. In unserem Land nimmt das Fleisch und sein Export eine hervorragende Stellung ein. Ungefähr 70% des Fleisches, das in unserem Werk verarbeitet wird, ist für die Herstellung von Fastfood-Gerichten bestimmt. Vor allem für Hamburger und Rinderhack sowie anderes Essen solcher Art. Etwa 95% unserer gesamten Ausfuhr geht nach USA und der Rest in andere Märkte, Europa inklusive. Nordamerikanische Laster bringen das blutige Gold über die Grenzen und hinter den US-Schlagbäumen wird das Fleisch anonym an die Industrie verfüttert werden. Der Abbau des Rohstoffes wird mit rücksichtsloser Technik professionell besorgt. Manager Donald Monroe wurde in den Vereinigten Staaten ausgebildet. Er überwacht den modernsten Fließbandschlachthof im Land. Nur 10 Minuten braucht die fremde Maschinerie von der Tötung der Tiere bis zur totalen Konfektion in Exportkartons.
Holz ist im Weg, der Wald ein Unkraut. Die Viehzüchter wollen Weideland, denn Fleisch ist modern. Der Farmer Hugo Ribera ist nur einer der Söldner dieser Fleischoffensive. Und er tauscht seine alten Wälder gegen die Dollars der Abdecker. Das Land war vollständig mit natürlichen Wäldern bedeckt. Doch in 20 Jahren schon wird Costa Rica Holz importieren müssen. Statt Urwäldern wachsen Fleischberge. Hier leben mehr Tiere als Menschen. Fleisch frisst Land. Ein Rind verbraucht im Jahr 1 Hektar Weide. Nach 5 Jahren wird sie versteppen und unfruchtbar. Und jedes Tier braucht dann 6-mal so viel Fläche, um satt zu werden. Und der Boden stirbt. Gegen die Wüste, gegen den Raubbau im Land. Alexandre Bonilla ist Geologe und Chef der Ökologischen Partei. In Wirklichkeit ist die Landschaft Costa Ricas verwüstet. Wir rechnen damit, dass es in 15 Jahren hier keine Wälder mehr geben wird. Mit Ausnahme weniger staatlich geschützter Naturparks und Reservate. Excepto aquellas áreas que están protegidas a través de parques nacionales y reservas equivalentes. La relación con la ganadería es evidente. Der Zusammenhang mit der Viehzucht ist nicht zu übersehen. Die Zerstörung unserer Wälder ist eine direkte Folge der Nutzung der Landschaft zum Zwecke extensiver Viehzucht. Der tropische Wald ist wichtig als Arbeitsplatz für die Menschen und ist notwendig für die Fruchtbarkeit der Böden. Und außerdem ist der Wald lebensnotwendig, da er unser Klima reguliert, das Wetter bestimmt. Precisamente esta cifra de 60.000 hectáreas por año. Die ungeheure Zahl von 70.000 Hektar Land, das jährlich abgeholzt wird, muss zum Ruin Costa Ricas führen. Wir schätzen, dass durch die Erosion jährlich 680 Millionen Tonnen fruchtbarer Erde verloren gehen. Und fast 80% davon gehen zu Lasten der Folgen der Viehzucht. También es importante relacionar
Im Zusammenhang von Rinderproduktion und Waldzerstörung rechnete man für die 70er Jahre mit dem Verlust von fast 2,5 Tonnen fruchtbarer Erde für jedes exportierte Kilo Fleisch. Y además esta tierra es inteligente. Und außerdem, dies Land ist intelligent, voll pflanzlicher Eleganz. Und jetzt wachsen hier Schlachthöfe und Kühlhäuser, werden Rinder in Dosen gepresst. Kosmisches Fleisch für die technologische Gesellschaft. Und die Dollars kehren zurück nach New York, nach Boston und Detroit, in die Katakomben der Banken von Manhattan. In die Taschen Babios. A Detroit, a las catacumbas bancarias de Manhattan, a los bolsillos de Babilonia. Manuel, diese Kühe sehen wie junge Mädchen bei einem Fest aus. Sie haben gut gegessen und so werden sie uns feine Kälbchen schenken, weil sie so schön sind. In diesem Leben muss man überall ein wenig mitmischen. Ich bin gerade aus San Jose hier eingeflogen, aus meinem Büro. Wir hatten heute Morgen in unserer Bank ein wichtiges Treffen gehabt, wo es um nationale Belange ging, wie die Erweiterung und Verbesserung der Rinderzucht. Wir haben auch Wälder. Wir wollen unsere Holzgeschäfte stärker wiederbeleben. Kürzlich sind wir mit einer Gruppe von deutschen Importeuren ins Geschäft gekommen. Das war auf einem unserer Bauernhöfe im Süden. Wir suchen nach Investoren zur Förderung unseres Holzhandels. Und was die Rinderzucht angeht, das kann man ja hier sehen. Die Kühe, ihr Fortschritt, ihre Entwicklung, die Kälber, das junge Rind. Die Regierung der USA hat uns jetzt Entwicklungshilfe für einige Projekte gewährt und die Zentralbank hat uns Kredite zugesagt, damit wir die Rinderzucht erweitern und vor allem effektiver machen. Was wir aber brauchen, ist unser Fleisch auch nach Europa zu verkaufen. Die europäischen Investoren müssen hierher kommen, um zu sehen, dass man in unserem friedlichen und sicheren Land viel Geld machen kann und der Menschheit vieles Gutes tun kann. Und dass wir Fleisch produzieren können, das sie bestimmt für ihren Handel brauchen. Für Fastfood ist es sehr interessant. Wir bemühen uns intensiv in allen diesen Bereichen. Dazu sind wir Rinderzüchter eben da, dem Vaterland zu dienen. Este suelo, en condiciones naturales, dura de 100 a 400 años para ser realmente suelo. Dieser Boden braucht 100 bis 400 Jahre, um ein richtiger Boden zu werden. Hier in Costa Rica verlieren wir aber jährlich 680 Millionen Tonnen dieses Bodens durch Erosion. Das heißt, dass durch die Zerstörung unserer Wälder auch der Boden verloren geht. Unsere Wälder werden also praktisch in Hamburger verwandelt.
La destrucción de los bosques tropicales en Costa Rica tiene una relación directa también con la economía nacional. Die Zerstörung der tropischen Wälder in Costa Rica hat auf unsere Volkswirtschaft unmittelbare Auswirkungen, weil die Rodung der Urwälder die Bodenauswaschung zur Folge hat. Durch die Erosion werden die fruchtbaren Bodenschichten abgetragen und zerstört. Deshalb brauchen dann unsere Bauern und Landwirte große Mengen von teurem Dünger und Chemikalien aus dem Ausland, die für die Menschen zudem ungeheuer giftig sind. Gefährliche Stoffe sogar, wie beispielsweise das hier in Costa Rica zur Unkrautbekämpfung auf den Weiden benutzte, aus Tordon gemischte, weltweit berüchtigte Agent Orange. Aus den Apotheken ausländischer Chemiekonzerne bedienen sich die Fleischzüchter Lateinamerikas. Weiden müssen künstlich mit Gras besät und mit Kunstdüngern ernährt werden. Unkraut wird mit chemischer Keule bekämpft. Die Tiere pumpt man zum Bodybuilding mit Pharmaka voll, damit Viehzüchter wie Hugo Ribera ihr Fleisch zu Billigpreisen ins Ausland losschlagen. Wir müssen dem Tier Vitamine einpflanzen, wir müssen das Rind vom Ungeziefer befreien und wir mästen die Viecher mit Produkten, die für uns aufgrund des Dollarwechselkurses sehr teuer geworden sind. Warum verwenden Sie die Chemikalien? Wir müssen das Wachstum der Tiere beschleunigen, ihnen Beruhigungsmittel einpflanzen, ihnen Vitamine, Mineralien und Stoffe gegen Parasiten geben. Sonst müssen die Rinder 60 bis 90 Tage länger gemästet werden, bevor sie reif zur Schlachtung sind. Woher stammen diese Produkte? In der Mehrzahl sind das deutsche Produkte. Das ist sehr schwierig, weil alles teurer und noch teurer geworden ist. Die Herbizide und das Tordon sind jetzt für uns fast unerschwinglich. Ay, qué modelo, el ternerito, manso y rosa como un torito, trabajador como un buey destaca, manso y callado como una vaca. Que mu, que mu, la culpa no la tiene espinillo, que mu, la culpa no la tengo yo ni tú. Los Estados Unidos son un país que el comercio es una profesión. Die USA sind ein Land, wo das Geschäftemachen den Leuten im Blut liegt. Im Allgemeinen ist der Preis von den Abnehmern der Exporte abhängig und nicht von dem Land, wo der Rohstoff herkommt, in unserem Fall Costa Rica. Und im Augenblick steht der Preis für das Pfund Fleisch im Export im Durchschnitt bei 98,5 Cent. Ein katastrophaler Preis. Y me refiero a la carne como precio catastrófico por el hecho de que incide en forma directa a todos los productores de carne. Und ich spreche von einem katastrophalen Fleischpreis, weil das direkt die Fleischproduzenten dieses Landes trifft. Und das alles ist eine große Gefahr für die Stabilität unseres Vaterlandes. Welche Stabilität? Die soziale Stabilität. Der neue Präsidentenpalast wurde nie fertig, aus Geldmangel. Von allen Ländern hat Costa Rica die höchste Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung. Denn für teure Technologie aus dem Ausland mussten immer größere Mengen eigener landwirtschaftlicher Exportwaren am Weltmarkt verschleudert werden. Der Urwald wurde zum Pfand fremder Banken und die Tilgung der Schulden eine Verpflichtung zum Abholzen. Am Rande des Bankrotts mahnt nun die Regierung zurück aufs Land. Um die Palastruine mitten im Stadtzentrum lässt man Gemüse pflanzen. Im Volk wird das Betonskelett spöttisch das Weiße Haus genannt. Ich glaube, dass uns nur die ausländischen Investoren retten können. Wieso retten? De la ganadería nacional, porque
Die Rettung der nationalen Rinderzucht könne nur noch ausländische Investitionen bringen, denn diese würden Profite bringen, und das wäre unser Aufstieg. Ich spreche in diesem Fall von Deutschland. Wenn wir eine Reihe von deutschen Kapitalisten oder Viehhändlern hier hätten, könnten wir genügend Fleisch produzieren und direkt an die deutschen Herren exportieren. Wenn wir heute 2,4 Millionen Rinder haben und im Jahre 2000 nicht 4 bis 5 Millionen Tiere haben werden, können wir überhaupt nicht mehr gewinnbringend exportieren, wie wir das ja wünschen. Fürs Erste würde ich verordnen, dass alles Fleisch, das wertvoll ist, exportiert wird, und ich würde für die Massen hier im Lande nur das billige Fleisch lassen. Jede Hauskatze in Nordamerika bekommt täglich mehr Fleisch als die Menschen hier. Je mehr Fleisch ins Ausland geht, desto weniger bleibt für das eigene Land. Die extensive Fleischzucht verdrängte sogar den Anbau traditioneller Nahrung. Mais und Bohnen müssen schon importiert werden. Das Land magert ab. Wie heißen Sie? Raúl. Sind Sie von hier aus der Gegend? Ja, von hier, aus Puriscal. Schauen Sie, Don Raúl, wir haben hier viel Vieh gesehen. Sind Sie Rinderzüchter? Nein, wir sind keine Viehzüchter. Wir haben nur einige Tierchen für die Milch. Wir sind keine großen Viehzüchter, nur ein paar Tierchen. Und hier pflanzen wir etwas für die Landwirtschaft, für uns selbst, damit es uns an nichts fehlt. Ist das Leben heutzutage teuer? Ja, sehr teuer. Zu Ihren Diensten. Ich heiße Juan Gómez Murillo. Die Zeiten haben sich geändert. Wenn man die Preise von früher mit heute vergleicht, ist das ein Riesenunterschied. Früher hat man vielleicht 5 bis 6 Pfund Fleisch mit nach Hause gebracht. Und heute kann man nur die Hälfte bringen, weil man es nicht bezahlen kann. Wenn ich zurückdenke, wurde in 8 Jahren das Fleisch immer teurer und teurer. Das heißt, dass in letzter Zeit hier alle Preise gestiegen sind. Viel zu viel. Cuando llegan las grandes fincas ganaderas, dicen los peones, entonces nos tenemos que ir. Wo heute die großen Viehfarmen kommen, da sagen die Landarbeiter, da müssen wir gehen, da kommt der Hunger. Y la mano de obra del campesino es muy barata. Peones perfectos, económicos. Und die Arbeit der Campesinos ist billig. Perfekte Tagelöhner. Seit ihrer Kindheit billig. Sie sind es, die die Erde am Abend und im Morgengrauen anfassen. Sie arbeiten mit den Tieren. Den Planeten nahe sind sie wie das Wasser und das Licht. Schaffen Profit aus der Erde für die Oligarchie. Produto territorial bruto y renta per capita para la oligarquía.
Die Rinderzucht fördert Großgrundbesitz, schafft Elend, vernichtet Arbeitsplätze. Viehfarmen brauchen eine Menge Kapital, aber 7-mal weniger Arbeitskräfte als die Landwirtschaft. Ohne Arbeit fliehen die Landarbeiter in die Städte, aus Verzweiflung besetzen sie Land. Unser Problem ist, dass wir auf einer Plantage gelebt hatten. Und weil wir die Arbeit verloren haben und die Hausmiete nicht mehr bezahlen konnten, hat uns der Besitzer rausgeworfen. Dann sind wir in der Vorstadt gelandet, wurden auch dort vertrieben. Und jetzt, nach 9 Monaten, haben wir uns einfach hier angesiedelt. Haben Sie Arbeit? Nein, Senor. Wie viele Kinder haben Sie? 6. Alle gesund? Nein, alle sind krank. Sogar ich und er. Im Augenblick ist keiner von uns gesund. Wir machen gerade Geschichte. Wir sind Pioniere eines neuen Systems in Zentralamerika. Wir bringen die reine Marktwirtschaft in Angebot und Nachfrage bei Vieh. Es ist ein neues System. Wir haben Ihnen ein schnelles und ehrliches System gebracht. Die Karten liegen offen auf dem Tisch. Ich sitze gern dabei und kaufe Vieh. Ich gebe mein Geld gern für Rinder aus. Ich sehe gern, wie sich alle entwickeln, wie Rinder in den Export, in die Fleischfabriken und sogar in den lokalen Verbrauch wandern. It's beautiful to see how everything is developing. Es ist wunderschön zu sehen, wie sich alles entwickelt. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann sehen wir Auktionen mit 500 Stück Vieh am Tag. Ein wunderschöner Markt. Gewinne in der Zukunft und Gewinne jetzt. Profit in the future and profit now. La mano de obra del campesino es muy barata. Ellos son la materia prima de las transacciones comerciales. El sudor bajando. Und die Arbeit der Campesinos ist billig. Sie sind der Rohstoff der Geschäftemacher. Der Schweiß rinnt über das Gesicht bis zu den Knöcheln, verwandelt in Geld der Metropolen, unerkannt und vergessen auf den Börsen. Irreconocibles en la bolsa de valores. Llegó por fin el día esperado, fue el ternerito recompensado, montó de un salto en el aeroplano y se fue volando a los estados. Quemó, 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 la culpa no la tienes tú ni yo. Quemó, 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 quemó. Sus cuatro patas fueron a Texas, a California fue su cabeza, cumplió su sueño en la libre empresa, fue a 30 estados, hecho hamburguesa, quemó,
quemó, quemó, quemó. La culpa no la tienes tú ni yo. Quemó, 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 quemó. La culpa no la tengo yo ni tú. Mi nombre es Arturo Wolf. Mi familia desciende de alemanes. Mein Name ist Arturo Wolf. Meine Vorfahren sind Deutsche gewesen. Meine Urgroßeltern kamen von Deutschland in die Vereinigten Staaten. Dort ist mein Großvater geboren. 1896 kam mein Großvater nach Costa Rica. Er hat mit dem Holzgeschäft angefangen. Er hat hier Land übernommen, damit er roden kann, und später fing er mit der Viehzucht an. Dann hat also meine Familie im Rindergeschäft weitergemacht. Weil ich in Texas Landwirtschaft studiert hatte, habe ich meine Kinder auch dorthin zum Studieren geschickt. Heute arbeitet dort mein ältester Sohn in einer Fleischverarbeitungsanlage für Fertiggerichte. Diese Fabrik, in der mein Sohn arbeitet, importiert Fleisch aus Zentralamerika. Costa Rica schickt große Mengen Fleisch für die Verarbeitung zu Schnellkost, Fastfood, Hamburger, Pizzas, Tacos Mexicanos und sogenannte TV-Dinners. Mein Name ist Arturo Wolf. Ich bin Manager für die Produktionskontrolle bei der Firma Standard Meat. Ich bin aus Costa Rica, wo mein Vater noch heute Rinder für die Fleischproduktion züchtet. Wir produzieren eine große Vielfalt von vorgegarten Produkten für die großen Fastfood-Ketten in Amerika und überall in der Welt. Wir kaufen unsere Rohstoffe vor allem hier in den Vereinigten Staaten, aber auch aus anderen Ländern, wie auch Costa Rica. So dass es durchaus sein kann, dass einer der preisgekrönten Bullen meines Vaters hier auf diesem Fließband zerstückelt enden könnte. Wie sieht es mit der Ranch Ihres Vaters aus? Hat er Probleme oder dehnt er sein Viehgeschäft aus? Fällt er immer noch Bäume? Nein, im Augenblick nicht. Nein, das meiste Land ist schon entwaldet. Und er versucht eher, dort die Produktivität zu erhöhen. Nur so kann man noch überleben, wenn man die Produktivität erhöht. Wir sagen immer, wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Und diese Fastfood-Ketten sind diejenigen, die uns haben wachsen lassen. Also versuchen wir, sehr eng mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nobody can do it like McDonald's can. So carry out a lunch today, 'cause nobody can make your day like McDonald's can. Nobody serves you dinner quite the way we do. We do it all for you. Nobody can do it like McDonald's can. Golden arches shining bright. Nobody can say good night like McDonald's can.
Well, the McDonald's is a part of McDonald's and McDonald's. McDonald's Hamburger und Pommes frites sind ein Teil des Lebensstils des Durchschnittsamerikaners und sie sind es wirklich, weil jeden Tag so viele Leute uns besuchen kommen. Weltweit kommen jeden Tag 17 Millionen Menschen zu uns, an jedem Tag der Woche. Und die würden nicht nur wegen der Werbung kommen, wenn das Produkt nicht auch die beste Qualität bieten würde. Kaufen Sie Fleisch in lateinamerikanischen Ländern? Nein, in den USA wird nur 100%ig reines einheimisches Rindfleisch serviert. The sizzling, flame-broiled, juicy whopper. Aren't you hungry for Burger King now? Wo kauft Burger King Fleisch ein? Das wird von 10 Fleischfirmen in den Vereinigten Staaten gekauft. Wir verwenden einheimische Rinder von sehr hoher Qualität. Kaufen Sie nicht auch im Ausland ein? Ja, in Amerika verwenden wir gelegentlich Rindfleisch aus Neuseeland, Australien und Costa Rica. Wissen Sie, dass es in Costa Rica Probleme gibt, weil der tropische Regenwald gefällt wird? Beziehen Sie das mit in Ihre Überlegungen ein? Über die Probleme mit dem Rindfleisch aus Costa Rica habe ich eine Menge gelesen. Aber das Fleisch, das wir kaufen, kommt eben aus einem Gebiet, das für Fleischexporte in die USA schon seit 1900 genutzt wurde. Aber wir kennen Farmer, die uns von Problemen in ihrem Gebiet geklagt haben und die erzählten uns, dass sie auch an Burger King liefern. Davon weiß ich nichts. Fleisch aus Mittelamerika ist für den gierigen US-Markt besonders profitabel. In dieser Fleischfabrik, der größten Costa Ricas, kaufen Zwischenhändler aus Miami und New York mageres billig ein. Wir exportieren große Teile unserer Produktion in die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir verkaufen das Fleisch an einige Makler auf Kommissionsbasis. 70% davon werden als industrielles Fleisch an Fast-Food-Ketten verkauft, wie McDonald's, Burger King und so weiter. Donald Monroe, Chef der mit nordamerikanischer Hilfe und Technologie gebauten Exportfabrik GISA, ist ein Advokat des Dollars. Das Fleisch aus seiner Firma wird hinter den Grenzen anonym gemacht, sodass sogar ein Verkäufer wie Monroe seine wirklichen Endverbraucher nicht identifizieren mag. Welche Restaurantketten beliefert Ihre Firma in USA? Basically, Hardee's. Vor allem Hardee's, eine Reihe von Supermärkten und Winn-Dixie's. Winn-Dixie's, specificamente a esos. Burger King und McDonald's auch? Ja, Burger King auch. Die werden von einem unserer Exporteure beliefert. McDonald's nicht, weil McDonald's zur Politik macht, kein Fleisch aus anderen Ländern zu importieren. Sie sagen, sie würden nur Fleisch aus den Vereinigten Staaten verwerten. Stimmt denn das? Soweit mir bekannt ist, hat McDonald's nie direkt Fleisch aus Costa Rica importiert. Ich weiß aber nicht, ob sie nicht über Zwischenhändler hier einkaufen. Versorgen Sie wirklich die Fastfood-Ketten? Wissen Sie genau, dass Fleisch hier für deren Verwertung gekauft wird? Ja, weil die Art des Fleisches, das wir herstellen, all den technischen Anforderungen entsprechen muss, welche die Ketten in den USA brauchen.
Welche Fastfood-Ketten in den Vereinigten Staaten versorgen Sie genau? Wir versorgen McDonald's und Burger King. Er ist angenommen. Sie ziehen ihm Lakaientracht an. Wie ein Yankee gekleidet, spuckt er wie ein Yankee. Tanzt er wie ein Yankee. Baila como gringo y sube. Das ist die Kulturrevolution. Traditionelles Essen wird durch genormtes Industriefutter aus dem Straßenbild vertrieben. »60 Big Macs kosten einen Monatslohn. Doch die haben das Zeug, aus dem die Träume sind. Den imitierten Geschmack von dem, was nach modernem, gutem Leben schmeckt. Hamburger Happy. Wir in der Kooperative Montesillos arbeiten hier nicht nur für das Exportgeschäft, sondern auch für den Binnenmarkt. Und in diesem Produktionsbereich haben wir vor etwa 8 Jahren angefangen, auch Hamburger zu produzieren, wie dies Fleisch hier. Insgesamt verkaufen wir jetzt zwischen 20 und 24 Tonnen Hamburgerfleisch im Lande, jeden Monat. Wir steigern unsere Produktion mit einer sehr hohen Rate und ich glaube, dass sich dieses Produkt in der nächsten Zukunft noch stärker ausbreiten wird. Nadie más que McDonald's tiene sabor de un Big Mac. Nadie más. Los hamburgers son tan buenos que le hacen pedir más. Delicioso. Nadie puede, McDonald's sí lo puede hacer. Todos dicen, nadie puede, McDonald's sí lo puede hacer. Wir glauben, dass die Menschen rund um die Welt, und wir wissen das aus 34 Ländern, Hamburger und Pommes frites lieben. Wir sind heute an derart vielen Standorten. Vor Jahren hätten wir noch nicht einmal davon geträumt. Und diese Expansion wird noch zunehmen. Ein Ende unseres Wachstums gibt es nicht. Und wenn Sie nur an die Welt denken, allein die freie Welt, die westliche Welt, hat etwa 3 Milliarden Menschen, die von McDonald's immer noch unberührt geblieben sind. Es wird niemals den Satz geben, dort stellen wir kein McDonald's hin. Dabei glaube ich, dass wir das Pech haben, als Symbol des sogenannten bösen US-Imperialismus angesehen zu werden. Ich vermute, dass unsere Freunde von Coca-Cola das gleiche Problem schon kennen. Amerikanische Hölle, du unser täglich Brot, in Gift getaucht, eine andere Stimme in deinen treulos lodernden Flammen zündet. Das ist der einheimische Advokat der ausländischen Handelskompanie. Well, to my way of thinking, Hamburger
Nun, in meiner Denkweise sind Hamburger eben eines der allerbeliebtesten Essen auf der ganzen Welt. Und die Kulturen, die das noch nicht richtig herausgefunden haben, die werden es dann, wenn sie Hamburger kennengelernt haben, auch mögen. Und das ist etwas, was wir in anderen Ländern den Leuten noch zu genießen beibringen müssen. Aber wir glauben, dass wir das schaffen werden. Weil wir den Vorteil des Fernsehens haben und indem wir ein Massenwerbekonzept ausbauen, können wir die elektronischen Medien einsetzen, um genau unsere Absicht mitzuteilen. Die meisten Kulturen, die uns bekannt sind, essen gerne Rindfleisch. Und der Hamburger ist eben weltweit die meistverbreitete Art, Rindfleisch zu servieren. Deshalb glaube ich, dass wir ihn verkaufen können, in den meisten Ländern. Und was nun aber zum Beispiel den Verkauf von Hamburgern in Indien angeht, das bisschen, das ich über die Kultur dort weiß, da glaube ich nicht, dass Inder Rind konsumieren. Das ist keine Gegend, die wir gerne in Betracht ziehen. Sie meinen wegen der heiligen Kühe? Ja, das ist ein heiliges Tier. Und der Gedanke, Hamburger zu essen, wäre Indern sehr fremd, glaube ich. Esta canción yo la dedico a ciertos empleados que tienen sueños aburguesados y al fin acaban hamburguesados. Quemó, 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 la culpa no la tienes tú ni yo. Quemó, 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 la culpa no la tengo yo ni tú.